Hi, ich bin Ferdi von CETA Automotive. Wir sitzen gerade im Mercedes-Benz CLS 400D AMG. Nein, kleiner Spaß, es ist kein AMG-Modell. Hat einen kompletten Umbau auf AMG bekommen, beziehungsweise hinten das Heck vom 53er, vorne ein Panamericana-Grill und hat sich als Bonus noch ein paar AMG-Zeichen hier überall reingepflanzt. Okay, wir hatten dieses Thema bereits einige Male bei den Videos. Meine persönliche Meinung ist auch, ich finde die Umbauten geil, aber man sollte sich nicht überall AMG-Embleme hinklatschen. Da teile ich eure Meinung, weil die war ziemlich eindeutig in fast allen Videos, wo wir so etwas mal gezeigt haben. Nichtsdestotrotz, optisch Hammer, also der CLS 400D braucht sich auch leistungsmäßig nicht zu verstecken. Das Auto marschiert ordentlich nach vorne, wird vom Gefühl her aber sagen, dass er nicht optimiert ist. Das kann man jetzt auf dem kurzen Stück jetzt sehr schwer verneinen oder bestätigen, aber laut Kunde ist er nicht geschippt, hat schon 110.000 Kilometer runter, man weiß nicht, was da wohl alles passiert ist mit dem Auto, aber fährt sich sehr gut. Hier wurde nachgerüstet, unser Active Sound Komplettset mit einem RSE, das heißt ein Aktuator plus RSE. Wir haben das schon mal in der Kombination beim 350D gezeigt, hier jetzt als 400D, was halt ziemlich spektakulär ist, ist das Interior. Mit dieser Farbkombination, wir haben hier dieses helle Holz. Ich finde es sehr, sehr edel in Kombination mit den beigen Sitzen. Also es sieht schon hammermäßig aus, ist aber natürlich Geschmackssache. Ich finde es ziemlich cool, zum Beispiel jetzt hier mit diesem, ist das braun oder ist das weinrot-dunkel? Ich würde schon fast weinrot-dunkel sagen. Also es ist, wissen wir nicht ganz. Also es nee, das ist schon rot, Mann. Das hat mit braun nichts zu tun. Stimmt, in der Sonne sieht man das genau. Ja, also mit diesem rötlichen, belederten Armaturen, finde ich es starke Geschmackssache. Dimitri findet das ziemlich cool. Ich persönlich bin mir da echt nicht sicher. Kriegst du das ins Licht überhaupt rein? Das geil, ist schon geil. Warte, hier. Ja, das ist doch. Da sieht es aber braun aus, auf der Kamera. Sieht nicht aus. Ah, nein, du bist aber noch farbenblind. Ich habe eine braun-rot-Schwäche. Nein, kleiner Scherz. Also, Dima findet das mega geil. Ich finde es schick. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht eine geilere Kombination gäbe, hier mit diesem bräunlichen Holz hier, Holzoptik. Aber nichtsdestotrotz ziemlich cool gelungen. Auf jeden Fall haben wir hier das Active Sound System nachgerüstet. Das Ganze ist jetzt gesteuert über den Agility Select Schalter. Das heißt, wenn wir jetzt im Komfortmodus unterwegs sind, wie aktuell ist das Sound System abgeschaltet. Wir haben nur den reinen Originalklang. So, wechseln wir jetzt in den Eco-Modus, haben wir das dynamische Profil mit Pfeil Nummer 4 eingestellt. Das heißt, ohne Motorlast, schön entspannt ist er ruhig und sobald wir Last auf den Motor bringen, dann geht's los. Das Schöne ist halt dieses rauchige Klangbild, das haben wir auch schon öfter beim CLS gezeigt. Ich finde, das passt mega geil, das imitiert sehr, sehr gut einen CLS 53 Klang, weil es halt schön dumpf rauchig ist und auch, finde ich, zu dem Fahrzeug optischer Natur sehr gut passt. Und hier haben wir halt echt schön dumpf. Wir haben hier drin hören wir tatsächlich auch nur diese dumpfe Note, weil das Fahrzeug eine Doppelverglasung hat. Die Missfall kann man nicht überhören. Nochmal. Findest du das zu viel gehalten? Nein. Ist perfekt. Das ist richtig geil. Ist gut, ne? Also, wir haben hier auf jeden Fall Mistfire Nummer 4 drin, ne? Und haben eben noch ein bisschen gerätselt, was halt besser klingt, weil von draußen das Batzen ist halt schon ein bisschen lauter als von hier drin, von der Wahrnehmung. Deswegen war das so ein bisschen wie, ist das so viel? Ja, nein. Und deswegen haben wir da ein bisschen rumgespielt. Aber so jetzt beim Fahren, das Auto hat Doppelverglasung, das Schiebedach ist geschlossen. Klingt das eigentlich sehr gut und auch sehr harmonisch. Mega geil. Wie echt, Leute, ohne Witz, wie echt. Vor allem mit diesem rauchigen Klang, sehr geil. Wechseln wir in den Sportmodus, haben wir das Misfire ausgeschaltet, haben hier aber Pfeil Nummer 2. Und Pfeil Nummer 2 hört sich ja schon ein bisschen aggressiver V8 an. Und jetzt warten wir darauf, dass wir hier einmal kurz drauflatschen können, um ein bisschen Last zu generieren. So, jetzt geht's los. Man hört halt sehr schön irgendwann oben rum, wenn dieses Kratzige vom RSE noch einsetzt. Das harmoniert halt sehr, sehr gut dann zusammen.
Und ich finde halt mit dem Pfeil Nummer 2 ist das auch sehr brutal. Vor allem, wenn wir ja auch im Stand dann das Drehzahlband auslösen, hört man halt dieses Aggressive noch krasser raus. Und das passt halt ziemlich geil zum Auto, weil es halt so brutal wuchtig ist. Ist aber halt nicht mehr 53er-Style, weil es halt V8-lastig ist. Das hört man einfach raus. Aber ist halt trotzdem geil für dieses Fahrzeug. Wechseln wir in den Sport-Plus-Modus, haben wir immer noch Pfeil Nummer 2, aber den A-Modus an. Und dann haben wir natürlich untenrum dieses tief bassige Grollen und halt dieses Gehämmer wieder, ne? Wenn man von unten heraus beschleunigt. Ist halt auch geil, ist halt Geschmackssache. Ich persönlich mag es halt nicht mit dem A-Modus, das habe ich ja schon öfter erwähnt. Ist halt Geschmackssache, wenn man es mag. Wie findest du es? Ja. Geil? Ja. Aber würdest du damit den ganzen Tag fahren wollen? Weißt du, du fährst ja... Absolut, Mann. Echt den ganzen Tag? Die Eisdiele ist das auch was. Auf jeden Fall, Dima ist mega Fan vom A-Modus an, haben wir gerade mitbekommen. Wir zeigen euch gleich nochmal im dynamischen Modus, also einfach hier im sportdynamischen Modus, mit denselben Settings einmal nochmal Pfeil Nummer 8. Und danach nochmal Pfeil Nummer 10, was halt auch ziemlich geil klingt, weil das, wir halten mal hier an, Bushaltestelle. Geil, schön mit runterschalten knallen. Ja. Wir zeigen euch auch nochmal Pfeil Nummer 10. Ich finde Pfeil Nummer 10 klingt hier halt auch mega geil, weil Pfeil 10 ist halt so typisch AMG-Sound. Pfeil 10. Ich finde einfach geil, wie er untenrum noch so ein bisschen dünn ist. Und ja, du hast dieses typische, wie als wenn du ein Factory AMG mit OPF fährst. Untenrum noch ein bisschen dünn, die Klappe noch nicht ganz offen. Und wenn du dann ein bisschen Drehzahl mehr hast, dann kommt dieses AMG-Feeling nochmal mehr heraus. Ja. Echt, ne? Mega, ey. Also wenn es den CLS als 63er gäbe, dann würde er so klingen. Mit OPF und Abgasklappen, die untenrum nur ein Stück öffnen und dann zunehmend mit Last komplett aufgehen. So, das war's auch schon vom Mercedes-Benz CLS 400D aka AMG 53. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich würde interessieren, welches Pfeil fandet ihr am besten und ob ihr nicht vielleicht sogar den mit dem A-Modus, also das, die Klangoption mit dem A-Modus am besten fandet, weil Dima fand die nämlich als Favorit. Freue mich auf Feedback und bis zum nächsten Video.